Herzlich willkommen, eine neue Folge Fit at Home. Wir möchten euch heute noch ein kleines bisschen tiefer in das Thema Atmung und Bewegung führen. Die letzten Einheiten waren ganz gezielt für die Atmung eingerichtet. Der Hintergrund war, viele, die gerade Corona-Patienten waren oder starke Infekte hatten, haben immer gespürt, dass die Atmung im Nachhinein dann nicht so funktioniert, wie sie sein sollte. Wir merken auch, das strahlt auf orthopädische Bereiche aus. Gerade die mangelnde Bewegung des Zwerchfells und die mangelnde Bewegung des Bauches ist das, was sich dann auch widerspiegelt. Wir haben das letzte Mal darauf geachtet, dass wenn wir ausatmen, der Bauch mit nach innen geht, ihr vielleicht auch den Oberkörper mit einbezieht. Wir wissen auch, dass gerade jemand, der eine sehr ernsthafte und sehr lange Krankheit hatte, da wirklich ein kleines bisschen mehr Zeit benötigt, bevor er wieder straff draußen gehen kann. Deswegen würden wir heute einen Schritt mehr in Richtung Bewegung setzen. Und wenn euch dieses Thema interessiert, zum Thema Atmung, schaut euch bitte mal die letzten drei Einheiten an, gerade wenn das, was wir heute machen, für euch ein Stück zu intensiv war. Wir beginnen im Stand, meine Kollegin zumindest, und ich im Sitzen. Für diejenigen, die nicht stehen können. Wenn jemand eine Bürotätigkeit hat, kann ich immer nur empfehlen, bitte steht vom Stuhl auf, kommt in eine andere Ausgangsposition, um eure Lendenwirbelsäule so ein Stück zu entlasten. Aber es gibt ja doch den einen oder anderen, der es sehr, sehr schwer hat, im Stand zu arbeiten. Damit bleibt der Sitz genauso. Wir beginnen ganz leicht. Die Arme sind seitlich. Wir sinken einfach wieder ein klein wenig zusammen. Rollen uns auf, werden groß. Kreisen locker mit den Schultern nach hinten, unten. Wenn wir zusammensinken, geht der Bauch aktiv nach innen und wir atmen ganz sehr aus. Wir rollen auf, atmen ein, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken ab. Ausatmen, einatmen, groß werden und die Schultern kreisen locker nach hinten, unten. Ein letztes Mal. Wir rollen ein, atmen, ein und werden groß und kreisen mit den Schultern nach hinten. Wir steigern ein klein wenig und zwar vielleicht versucht ihr doch mit etwas Hilfe zu stehen. Es ist ganz einfach. Ihr könnt euch jederzeit an einer Stuhllehne, an einer Fensterbank festhalten. Es ist ein Schritt mehr, ihr benötigt mehr Kreislauf. Wir halten uns mit einer Hand fest, gerade auch wenn man ein bisschen intensiv atmet, kann es auch sein, dass das so ein bisschen schwummerig wird. Stoppt dann einfach kurz und ihr habt jederzeit den Stuhl parat. Wir nehmen eine Hand mit auf den Bauch beim Ausatmen und beim Einatmen führen wir den Arm weit nach oben. Okay, wir atmen aus, die Hand geht mit auf den Bauch und verstärkt die Einwärtsbewegung. Ihr atmet aus. Ihr atmet tief ein, führt den Arm mit nach oben und löst wieder auf. Atmet aus, drückt den Bauch mit nach innen. Einatmen, der Arm geht weit nach hinten. Ausatmen. Letztes Mal. Ausatmen, die Hand hilft. Auszuatmen, drückt den Bauch nach innen und ihr atmet wieder ein, führt nochmal den Arm über den Kopf und wenn ihr mit einer Hilfe gearbeitet habt, wechselt ihr einfach die Seite. Die andere Hand hilft mit am Bauch, versucht verstärkt die Ausatmung zu unterstützen. Wir atmen aus, atmen ein, führen den Arm weit nach oben und wieder ausatmen. Der Bauch geht nach innen, einatmen und weit nach oben. Zweimal noch. Wir atmen aus, verstärken die Ausatmung, atmen ein, führen den Arm weit nach oben. Letztes Mal und weit nach oben. Wir ändern jetzt etwas die Atmung. Und zwar versuchen wir, mit den Zehenstand einzubeziehen. Das heißt, wenn ihr nach oben geht, versucht ihr die Arme mit nach oben zu führen. Das geht auch nur mit einer Hand. Ihr atmet ein, geht auf den Zehenstand. Und wenn ihr ausatmet, geht ihr tief und verstärkt die Ausatmung unten zweimal.
und wieder einatmen. Wir gehen auf den Zehenstand und wieder ausatmen. Und wieder einatmen. Der Zehenstand noch einmal. Und wir wechseln die Seite. Löst auf. Andere Seite. Die Hand hilft. Nochmal ganz kurz erklärt, wenn ihr anfangt zu husten, ist das kein Problem. Ihr versucht aber die Ausatmung zu verstärken. Ausatmung heißt, ihr seid unten, der Bauchraum ist zusammengedrückt und atmet nach. Also, dass ihr richtig weit eingerollt seid. Und erst dann diese tiefe Einatmung. Wer sich mit fixieren soll, nimmt jetzt einfach die andere Seite. Los geht's. Wir rollen ein, atmen tief aus. Atmen ein und gehen mit auf den Zehenstand. Und wieder ausatmen. Und wieder einatmen. Mit auf den Zehenstand noch einmal. Wir atmen aus. Und wieder ein. Gehen auf den Zehenstand und stoppen die Bewegung. Wir arbeiten jetzt nach den Seiten, einfach auch verschiedene Bereiche, die Lunge zu belüften, und wir mobilisieren damit eben auch die Wirbelsäule. Wir beginnen aber unten in dieser Ausatmposition. Dann atmen wir ein, nehmen den Arm nach oben und neigen uns nach der linken Seite. Lösen wieder auf. Und atmen wieder aus. Und wieder einatmen. Führ den Arm mit über den Kopf seitlich. Und wieder auflösen und ausatmen. Noch einmal für diese Seite. Einatmen, groß werden. Wir neigen uns oben nach der linken Seite und lösen auf und wechseln die Seite. Die Hand hilft mit. Wir atmen aus, rollen uns ein. Atmen ein, führen den Arm nach oben und neigen uns nach der Seite. Atmen aus, helfen dem Bauch mit. Atmen wieder ein und führen den Arm nach oben und nach der Seite. Noch einmal, wir atmen aus. Und atmen wieder ein, führen den Arm nach oben über den Kopf und stoppen, lösen auf. Zum Abschluss. Der Hauptatemantrieb kommt aus der Bewegung heraus und da vordergründig im Ausdauertraining. Wir möchten euch eine Übung zeigen, die wir doch ab und zu mit dabei haben, weil sie sowohl das Hüftgelenk mobilisiert, eine sehr gute Übung ist für die Lendenwirbelsäule, euch Stabilität im Stand gibt, das heißt, das Sturzrisiko minimiert ihr und ihr könnt dabei richtig intensiv eure Atmung mit trainieren. Ich zeige euch kurz den Bewegungsablauf. Wir machen Schritte nach hinten, führen die Arme nach oben, nehmen den Schritt vor, atmen aus. Wieder nach hinten und wieder nach vorn aus. Der Schritt nach hinten kann immer weiter werden. Wir beginnen mit dem rechten Bein. Auf geht's. Schritt hinter und wieder vor. Ausatmen. Schritt hinter, einatmen und wieder auflösen. Und wieder das andere Bein. Und ausatmen. Wenn ihr mit dieser Übung gut zurechtkommt, könnt ihr den Schritt nach hinten weiter ausbauen und ihr führt das hintere Knie leicht zum Boden. Kommt wieder vor und danach das andere Bein. Wieder vor und wieder. Nach hinten, das Knie leicht zum Boden, auflösen vor und wieder nach hinten, Knie leicht zum Boden, auflösen wieder vor. Bein nach hinten, Arme nach hinten. Und ihr werdet merken, wenn ihr hier viele Wiederholungen davon macht, bekommt ihr einen guten Herz-Kreislauf-Trainingsreiz. Und auch hier werdet ihr spüren, wie ihr von Mal zu Mal besser werdet. Einmal noch auf jeder Seite. Nach hinten, auflösen, nach hinten tief einatmen, auflösen.
Wir lassen die Arme seitlich, korrigieren noch einmal zum Schluss eure Haltung. Wir sinken leicht zusammen, atmen aus, rollen auf, werden groß, nur mit den Schultern locker nach hinten und wir senken die Schultern ab. Wir sind am Ende unserer heutigen Einheit und ihr seht schon, von Mal zu Mal wird die Atmung immer besser. Baut Elemente davon in euren Alltag ein. 10 Minuten im Büro, 5 Minuten helfen euch, um viel, viel leistungsfähiger durch den Tag zu kommen. Bis bald, wir sehen uns.